Herzlich willkommen. Wir haben uns neulich ja hier schon gemeinsam auch mit meinem Kollegen, dem Professor Eberhard Waffenschmidt, hier um das Thema Dunkelflaute unterhalten und wie wir das technisch sehr gut in den Griff kriegen kommen. Und wir haben neulich uns auch mit unserem Kumpel Kostas unterhalten, der uns von seiner Kollegin Natascha erzählt hat, die Angst hat, wie eine Dunkelflaute ist es dann eben auch im Haus dunkel und es wird kalt und dass es ja alles nicht geht. Das haben wir gezeigt, es geht eben doch. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das denn organisiert? Und ich glaube, du hast dir da mit dem Solarförderverein in Aachen schon deutlich Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht auch hinkriegen könnten. Ja, ich bin ja Mitglied und im Vorstand vom Solarenergieförderverein Deutschland e.V., das ist der vollständige Name des Vereins, zu finden im Internet unter www.sfv.de, der Werbeblock. Und wir sind zu folgendem Schluss gekommen. Das meiste, denke ich, davon ist eigentlich ja, fast selbstverständlich. Denn grundsätzlich sehen wir, dass die Energieversorgung eine Art Daseinsvorsorge ist. Das kann ich mich erinnern, das hatten wir eigentlich schon mal, als ich ein kleines Kind war, 1973 in der Ölkrise, wo wir auf einmal kein Benzin mehr hatten. Da hat die IEA dann gesagt, die Internationale Energieagentur, wir müssen eine Ölbevorratung für 90 Tage einführen. Dann ist es im Prinzip so etwas Ähnliches, was du jetzt auch denkst für die Dunkelflaute. Ja, genau wie es auch Gasspeicher für ein Vierteljahr bei uns in Deutschland gibt, wenn die Russen uns mal das Gas abdrehen. Und genauso, denke ich, ist es eine Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass bei uns eben bei einer längeren Dunkelflaute, ja, der Strom eben nicht ausgeht. Und wir sehen dazu die Netzbetreiber als Verantwortliche. Das heißt, die sollen das alle machen, die sollen dann die Elektroautos betreiben, Speicher bauen und so weiter. Was sind da mit dem Unbundling? Ja, das sollen die jetzt nicht unbedingt selber bauen, aber sie sollen dafür verantwortlich sein. Das heißt, sie sind ja jetzt schon verantwortlich dafür, Energie von einem Fleck zum anderen zu transportieren, indem sie Leitungen bauen. Dafür können sie die Kosten über die sogenannten Netzentgelte zurückbekommen und dabei sogar einen gewissen Profit von 6 bis 7% erwirtschaften, wenn sie gut sind. Und wir fordern, dass sie eben einen ähnlichen Profit eben auch erwirtschaften, wenn sie sich um Speicher kümmern. Was heißt jetzt kümmern? Also sie sollen es Ja, nicht selber machen, du hast, oder? nee, dürfen sie auch nicht. Du hast ja gerade schon das Unbundling erwähnt. Das bedeutet, dass also seit der Jahrtausendwende ungefähr jedenfalls getrennt ist zwischen Netzbetreiber, also dem Verschieben von Energie, und dem Verkaufen und dem Erzeugen von Energie. Also das sind die Energieversorger. Das müssen zwei getrennte Firmen sein. Und deswegen dürfen die Netzbetreiber nicht ohne weiteres selber Speicher bauen. Deswegen ist unsere Idee, dass die Netzbetreiber diese Dienstleistungen ausschreiben. Das heißt, die schreiben aus, sie brauchen so und so viel Speicher oder Elektroautos oder was auch immer. Und wer sollte sich dann auf diese Ausschreibungen bewerben können? Nun, das stellen wir uns ganz ähnlich vor, wie jetzt schon Ausschreibungen zur Regelenergie existieren. Was ist das nochmal? Das bedeutet, wenn jetzt innerhalb kürzester Zeit die Kraftwerke und erneuerbaren Energien mit der Last, die abgenommen wird, nicht ganz übereinstimmt, dann springen in kürzester Zeit Kraftwerke ein, aber immer mehr in letzter Zeit auch Batterien, um diesen Ausgleich in kurzer Zeit zu managen. Und das wird täglich per Auktion ausgeschrieben, wer das denn jetzt im Detail macht. Das machen nicht die Netzbetreiber selber, aber die organisieren das und bekommen da auch etwas Geld dafür. Und an diesem Markt beteiligen sich ganz viele ja, Marktteilnehmer, das können Genossenschaften, das sind Stadtwerke, das sind Netzbetreiber, das sind ja, Betreiber von Kraftwerken. Und so ähnlich stellen wir uns das vor, dass das in Zukunft dann eben auch für die Reserveenergie von Dunkelflaute sein soll.
Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ich sage mal, wir machen von heute auf morgen, setzen wir jetzt deine Idee um, aber so schnell sind die ja nicht da, die ganzen Flexibilitätsoptionen, die wir da diskutiert haben. Naja, wir brauchen schon bis 2030 einen vollständigen Umstieg auf Erneuerbare, damit wir das Pariser Klimaabkommen auch ernst nehmen können. Und das kann jetzt bis dahin Schritt für Schritt laufen. Ist ja nicht so, dass bei uns jetzt schon bei Dunkelflaute die Lichter ausgehen. Wir haben ja Reservekraftwerke, beispielsweise Kohlekraftwerke, die nicht im Normalfall laufen. Und Dunkelflaute kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Mit modernen Wetterberichten weiß man das einige Zeit vorher. Und diese Kraftwerke werden jetzt entsprechend dann hochgefahren. Und ebenso gibt es den sogenannten Redispatch. Der sorgt dafür, wenn Leitungen überlastet sind und Kraftwerke oder Windanlagen an dem einen Ende abgeriegelt werden müssen, dass an dem anderen Ende wieder Strom eingespeist wird. Auch diese Kraftwerke existieren ja und laufen heutzutage eben ja, überwiegend mit Erdgas. Und unser Plan sieht vor, dass diese Kraftwerke für Dunkelflaute, Reserve und für Redispatch schrittweise umgesetzt werden in Kraftwerke, die mit erneuerbaren Energien laufen oder Speicher, die mit erneuerbaren Energien laufen, sodass dann also jetzt schon Schritt für Schritt diese Funktion und dieses Regelwerk dafür weitgehend übernommen werden kann. Ja, vielen Dank. Das war doch mal ein Ausblick, wie wir nicht immer nur darüber diskutieren, wie alles technisch funktionieren kann, sondern wie wir auch in die Umsetzung kommen können. Vielen Dank, Eberhard, dafür. Und Sie können das ja mit uns diskutieren. Von daher, wir danken uns recht herzlich, sehen uns hoffentlich bald wieder. Recht herzlichen Dank.